Tritt dieser Blondine im amerikanischen Fernsehen hat uns echt umgehauen. Und zwar, weil Mimi Kirk dort erzählt hat, wie alt sie ist. Und jetzt halten Sie sich fest, Mimi ist über 70 und schwört Stein und Bein, dass ihr Aussehen nicht das Werk von Schönheitschirurgen ist. Mimi sagt, ihre Jugend sei wirklich ganz natürlich. Wir haben sie natürlich gefragt, welches Geheimnis dahinter steckt. Silke Haas verrät es uns jetzt. Mimi Kirk ist schlank und schön und wird fast immer wesentlich jünger geschätzt, als sie wirklich ist. Vielleicht 42. So 47. Hi, my name is Mimi Kirk. Die hat sich gut gehalten, die ist aber älter auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen. Ja, doch, die ist älter. And I'm a raw food vegan. Ich bin Veganerin und 72 Jahre alt und hier ist mein Pass als Beweis. Okay, ja, aber tolle Frau. Schön hat sich sehr gut gehalten, ja. Ja? Oh, okay. Hätte ich ihr jetzt nicht angesehen. Nicht schlecht. Hat sie gut gemacht, ja. Mimi Kirk ist trotz ihres Alters kerngesund. Sie sprüht nur so für Energie und sie ist überzeugt, Gemüse und Obst halten sie jung. Die 72-jährige vierfache Mutter ist nicht nur Veganerin. Sie verzichtet also neben Fleisch auf Eier, Honig und Milchprodukte. Sie ist sogar Rohkost-Veganerin. Bei ihr wird nichts gekocht oder gebraten. Für mich geht es dabei nicht ums Abnehmen oder ums junge Aussehen, sondern darum, gesund zu sein. Denn je gesünder man lebt, desto gesünder sieht man auch aus. Hätte ich noch eher mit meiner veganen Lebensweise angefangen, hätte ich mich bestimmt noch besser gehalten. Wenn dir etwas nicht an dir gefällt, ändere deine Ernährung. Das sind Spaghetti aus Zucchini. Der Parmesankäse, den sie darüber streut, besteht aus Cashewnüssen. Auch ihren fast 20 Jahre jüngeren Lebensgefährten Mike hat Mimi zur Rohkost bekehrt. 16 Kilo hat er seitdem abgenommen und ist begeistert von Mimis Essen, denn sie überrascht ihn immer wieder mit neuen Rezepten. Das hier ist Zitronenkuchen aus... Keine Milchprodukte. Das ist cremig, sehr lecker. Rate mal, was das ist. Ich hoffe, du magst es dann noch. Das ist Avocado. Wow, das kann ich kaum glauben. Ich kann jetzt essen und essen und essen. Ich muss mir überhaupt keine Sorgen mehr um mein Gewicht machen. Das geht automatisch runter. Und alles schmeckt köstlich. Das ist alles ihre Schuld. Mimi hat nun sogar ein veganes Kochbuch geschrieben und Mike filmt sie bei der Zubereitung von neuen Speisen für ihre YouTube- und Facebook-Fans. Doch hält die vegane Lebensweise wirklich jung, wollen wir von einer Ernährungsberaterin wissen. Also man isst sehr viel Obst und Gemüse, mehr als Fleischesser eben, und dadurch nimmt man auch mehr sekundäre Pflanzenstoffe zu sich, mehr Vitamine und Mineralstoffe. Das sind Antioxidantien oder hormonähnliche Substanzen und es sind eigentlich die sekundären Pflanzenstoffe, die auch sozusagen jung halten. Allerdings muss man sich gut auskennen, um die Eiweiße aus Fleisch, Eiern und Milch wirklich mit Hülsenfrüchten, Getreide und Sprossen auszugleichen. Die vegane Lebensweise ist aufwendig und fast wie eine Religion für ihre Anhänger. Die meisten von uns können sich das nicht vorstellen. Also ich sterbe lieber 20 Jahre früher und sehe nicht so gut aus und esse dann das, was mir schmeckt. Fleischesser, Fleischliebhaber, unmöglich. Unmöglich. Wäre es mir nie wert, um jung auszusehen. Weil ich einfach auch gern Fleisch esse und mal eine Schnitzelsemmel und was weiß ich. Also na, das finde ich ein Schmarrn. Doch Mimi, die ihre Haut...